Herzlich willkommen zu einer Folge mit dem Marsch. Wir machen weiter mit Mais. Bei Regen kann man so nicht viel machen. Mal hier auch der Abstand reif ist. Die ersten Meter werden wir ein bisschen mitfahren. Ich werde selber fahren. Und dann hoffen wir, dass der Abfahrer dann für die Arbeit ist. Dann eine Runde wieder. Naja gut, das hat er nicht. Also wenn der Graben in der Nähe ist, ist hinter Drescher fahren immer eine Katastrophe. Gut, das läuft jetzt einigermaßen, denke ich mal. Hier ist noch bei. Ja, und der ist fertig. Schauen wir uns jetzt an. Er hat im mittleren Bereich. Da fallen doch keine 10 Meter. Das ist hier rein rechnerisch. Ja. Ist doch 9 Meter sein. Ups, ich kann sich. Gut. Mal schnell zurückfahren. Und die Geräte abgehen wieder. Abfahrer lassen. So, jetzt haben wir gleich die gewählten Geräte. Das ist doch keine 10 Meter. So, jetzt haben wir einen Ball perforieren. Oh, das war schlecht. Naja, zu sehen ist nichts, aber ich habe mir mit der Maus weit länger weg. Noch lang und da. Nein, der Bieter kommt noch nicht. Glück gehabt. Aus und weg war die Federung. Können wir trotzdem noch fahren und ein bisschen noch lenken. Also können wir, ist der Widerstand nicht da. Das heißt, wir werden mal ganz kurz. Wir haben einen drauf. Das macht nichts. Den werden wir gleich auf den Zeit entsorgen. Wir werden mal denselben Kurs normal an. Gut. Ja, hau ab. Fliegen wir lästig heute. So. Mal schauen, 10.000. Auf Realismus zurückgehen, obwohl das kann man eigentlich machen, ne? So. Das ist auch ein Mod, da kann man mehr Ballen, also mehr Inhalt kriegen und Ballen. Das ist so nicht verkehrt. Mal sehen, dass er gleich richtig arbeitet. Das hat den Vorteil, wir müssen weniger Ballen sammeln und wir haben gleich eine entsprechende Ladung fertig.
Das läuft. Ganz gut. Lange brauche, ein paar Minuten. Natürlich. Und raus zu dir. Jetzt werden wir ganz kurz Lenkung hier aktivieren. Das heißt, dass wir ganz kurz pausieren. Ich habe beim ersten Mal garantiert nicht. Warum weiß ich auch nicht. Du hast mir sehr viel Silage runter vom Feld. Hier gibt es Lenkung nicht. Wie gesagt, das erste Mal passiert, beim zweiten Mal kaputt. Jetzt ein paar Sekündchen warten. Feld 2, wie viele sind da? 10 Hektar. 14 mal 9. 15 mal auch 9. Also rund. Fast alle gleich groß. Ja. So, Lenkung bleibt nun. Mal gucken, was wir alles noch machen. So. Heu, Gase. So. Wir haben schon 15.000, schön. Über die Kühe was zu gönnen. Gönnen wir die Kühe mal eine Ladung. Die haben so zu wenig. Keine Reserve. So ein Fall des Falles. Mann. Das Tor wollen wir nicht haben. Obwohl ja Blödsinn, ne? Regen ohne Ende, kein Ende abzusehen. Na, kommen wir jetzt da rein. Ups. So, können wir abkippen. Schulze ein bisschen mehr an Troch rein. Na, move. Drinnen noch. Dann geht die raus. Müssen wir gleich noch nehmen und den. Na, jetzt geht er runter. Und uns den Milchanhänger nehmen und Milch verkaufen. Das stellen wir mal gleich hier vorne hin, das passt gerade so. Brauchen wir hier auch eine kleine Halle? Durchgangshalle. Und der war auch eine Durchgangshalle. Ja. Ne.
Milch. Zwölf von der Kuh. Was zahlen die schon heute? Wow. Wie gesagt, das hat nicht ganz perfekt gearbeitet. Aber gut. Machen wir nächstes Mal auch 59, dann geht auch. Von Kacke lieber nix. Pellets, Sand, Kirsche. Von der Kuh die Milch. Dünger. Molkerei. Machen wir zur Molkerei heute. So, auf geht's. Gehen wir auf 5. Ja. Ich wünsche allen einen schönen Freitag. Hoffe, habt ihr Arbeitswoche so geschafft. Hoffentlich auch. Bremse ist so schwach. Und raus damit. Hat immer Geld. Da ran, guck dir die Tanne. Also Unkraut überall da. Ich mach das nicht. Können die Bauern allein machen. Soll ich denen helfen? Bin wieder in den Graben gefahren. Klar. Klar. Aber das wird immer. Ich bin jetzt weggefahren. Das ist das. Er macht immer einen großen Bogen und hinter den Trecker fahren. Hinter den Hexer fahren. Jetzt passiert das. Natürlich ist das nicht gewollt von mir, ne? Ja, komm, ich hab auch das Ding. Das heißt, wir müssen ein paar Meter mitfahren oder selber fahren. Weil er wird sofort wieder die Runde machen. Da hinten und dann gleich wieder in den Graben. Aber wir machen ihn gleich voll, dann hat sich keine Gefahr. Und gleich wieder. Ja, jetzt das verstehe ich jetzt auch nicht. Wieso jetzt unbedingt da rum? Das ist feierhaft. Du bist doch voll. Das muss ich nicht verstehen. Fährt er wieder so ein Müll? Aber er wird unbedingt dahin. Wo will er hin? Wo sind die Gräben noch zufrieden? Wo das ein Kursblechfahrer das hinkriegt? Der macht wilde Sachen. Ja.
auch nicht mehr, ne? Hat er sich richtig festgefahren. Jetzt hängt auf die andere Reihe von vorne. Rechts einschränken. Ich gehe nach links. Ja. Das ist typisch. Ja. Geht nicht vor, sondern rückwärts. Ja, verfranzelt. Das Gewicht vorne ein bisschen abhängen. Oder hinten. Da bringt auch nichts. Gut, wollen wir eine andere Sache machen hier. Der ist fertig, wir machen mal die Nacharbeiten. Oh! Uli von der Trotz vorher gewesen sein. Gut, mir. Ja, dann sagen wir mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.